Ja, genügt dein Computer eigentlich für das, was wir hier mit dem Home Studio vorhaben? Es gibt zwei verschiedene Kandidaten, die Anspruch haben auf Systemanforderungen. Das ist erstens das Cubase Elements 8 und das ist zweitens das Interface, das UR12. Schauen wir uns mal an, was die haben möchten. Ja, die Anforderungen für deinen Rechner sind von Seiten Cubase doch relativ gering. Du brauchst, wenn du mit Windows arbeitest, mindestens Windows 7 oder höher und mit Mac mindestens Version 10.9 oder höher. Intel Core oder AMD Dual Core CPU. Ja, das bringen die meisten Rechner eigentlich auch mit. Und 4 GB RAM sollte in den meisten Rechnern eigentlich auch vorhanden sein. Dann sollten mindestens 10 GB Festplattenspeicher frei sein, was inzwischen auch nicht mehr viel ist. Ja, und du brauchst eine Grafikkarte, auf der mindestens DirectX 10 läuft. Genau, ansonsten DVD-Laufwerk ist gar nicht unbedingt notwendig. Du kannst die meisten Sachen auch einfach im Netz auf der Steinberg-Seite downloaden. Und du brauchst eine Internetverbindung, aber du schaust das Video, du hast also sowieso eine. Ja, und die Anforderungen für unser Interface, für das UR12, die sehen ziemlich ähnlich aus. Wenn dein Rechner Cubase Elements 8 den Anforderungen genügt, dann sollte das hier auch hinhauen. Also, wir haben hier nur 2 GB RAM, brauchen noch 4 GB extra Festplattenspeicher, was ja aber auch nichts ist. Und CD-ROM-Laufwerk steht wieder ein bisschen in Klammern, gibt alles auch als Download. Ja, außerdem brauchst du natürlich einen USB-Port, an dem du dein Interface anschließen kannst. Wir brauchen insgesamt 2 USB-Ports, eins für das Interface, das andere für das Keyboard. Ja, also das sind keine hohen Anforderungen an den Rechner. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erfüllt er diese Systemanforderungen. Falls du dir aus irgendeinem Grund einen neuen Computer kaufen möchtest für dein Homestudio, dann gibt es bei Steinberg eine wunderschöne Website, auf der so verschiedene Tipps rund um den PC stehen. Zum Beispiel, welche Prozessoren besonders geeignet sind, welche Chipsätze und welche Festplatten für Audioproduktion sehr gut sind. Ich werde diese Seite unter dem Video in der Beschreibung verlinken und damit kannst du ganz einfach überprüfen, was für einen Rechner du dir kaufen solltest, falls du dir einen neuen anschaffen möchtest. Okay, der Computer ist gecheckt und jetzt schauen wir uns mal an, was wir noch so brauchen fürs Home Studio.